Ja, servus, hallo. So eine neue Folge aus der Sudküche. Wir sind immer noch am Kadett dabei. Ich habe ja im letzten Video. Was haben wir da gemacht? Ah, die Unterdruckleitung habe ich gemacht. Und genau, im letzten Video habe ich schon den Auspuff gewickelt. So. Heute bin ich jetzt, also jetzt so für das Video heute, habe ich die Spritzwand fertig gemacht von innen und haben sie mit einer Alu-Matte verklebt, zugeklebt. Das sind die Antidröhnmatte. Habe dann angefangen, den Motorkabelbaum, Morinzesätze und im Motorraum zu isolieren. Wie ich ja gesagt habe, habe ich extra Kabelummantelung dort dafür. Und haben dann auch gleich angefangen, die Heizung weiter zu machen. Den Motor einzubauen, den Stecker vom Motor, das Steuergerät an die Seite, Hänge mit Halter und so weiter. Die Heizungskasche komplett drin machen, die Schlauch zu machen und so weiter. Das halt enorm auf, extrem auf das Klärzeug, vor allem deine Heizungskasche zu bauen, da der aus Plastik ist und dann aus einzelnen Teilen dann zusammengeschweißt werden muss und so weiter. Und das muss ja dann alles im Auto wieder passen. Und nicht auf Pi mal Daumen bauen, sondern rinn raus und ah, jo. Die Heizungsanschlüsse vom Wärmetauscher habe ich natürlich auch schon fertig. Ich würde sagen, ich zeige euch das kurz. Hier habe ich den Motorkabelbaum mit der Tülle drin. Und da sieht man jetzt schön, falls es mal drauf regnen sollte oder Wasser rinläuft, es kann nicht in die Tülle rinnen. Weil es, bevor es in die Tülle rin geht, hier runter abläuft. So, das ist meine Kabelummantelung. Bin überlegt, die Nummer drumherum zu wickeln. Und wie dem Abgang hier von der Lambda-Sonde. Der kommt ungefähr da hier. Mache ich vielleicht da. Muss ich mal gucken. Oder ein Kabelbinder hier fest. So, auf jeden Fall, das ist ja meine Wasserleitung, wie ich gesagt habe, von der Wasserpumpe nach hinten für den Wärmetauscher. Ist hier am Halter fest von der Ansaugbrücke und hier am Krümmer fest. Weil ich aber erinnere, ich werde den Halter wegmachen und wenn so wie da, einer da her mache, dass er nur am Krümmer fest ist, dann kann ich es besser wegziehen. Muss ich mal gucken. So, jetzt haben wir da hinten. Bisschen schlecht zu sehen. So, hier. So. Hier ist halt jetzt schon ein bisschen verkratzt, aber das war ja mein Fitting, wo rauskommt. Und jetzt habe ich hier noch ein Stück ingelötet und hier nochmal einen Rand drauf gemacht, dass wenn ich hier, so wie es hier ist, die Schlauchstelle drum mache, dass der Schlauch sich hier ein bisschen rindrückt in die Kante und nicht rausrutschen kann. Und habe ich auch da ohne. So, sieht man es jetzt. Hier unten im Edelstahl habe ich mit der Flex zwei Kerbe drin, dass wenn ich mit der Schlauchstelle den Schlauch festziehe, dass der nicht rausrutschen kann, so wie ich es gesagt habe. Ein Schlauchbohr. So, ja, jo. So, wie ich gesagt habe, ein Schlauchbohr hier. Jetzt muss ich die Leitung noch kürzen dann. Sage ich mal bis da her. Und vielleicht ab hier, dass er da ein bisschen höher kommt, auf die gleiche Höhe wie da. Dass ich nur mit dem Schlauchbohr schön gerade da hergehe. Das kommt aber alles später, weil ich am Überlegen bin, dass ich, da, ja, das da ist das Gummi, wo da drin kommt. Wenn das drin ist, geht die Leitung dort durch, schließt komplett ab, ist halt der Fummelei, das Rinsekriege, aber die passe und sieht da richtig geil aus. Hier kommt ja der Ausgleichsbehälter hier und das ist nochmal so die Leitung zum Ausgleichsbehälter. Wird funktionieren, ich denke, das gefällt mir nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier gehen und werde vom Ausgleichsbehälter hier eine Schlauchleitung machen, wo dann hier rüber läuft. Hier drauf auf die Leitung. Denke ich, wird besser aussehen. Muss ich mal gucken, das sehe ich dann, wenn es soweit ist. So, Kabelbaum habe ich gesagt. Ah, die Ansaugbrücke drüber habe ich runter gemacht. Also das zweite Teil. Damit ich hier den Anlasserkabelbaum auch komplett isolieren kann, so wie der da oben.
Und dann fertig machen kann für hier in die Tülle. Das so ist hier mein Plus, was vom Motorkabelbaum ist. Das geht dann hier ohne. Leite jetzt vor dem Kabelbaum. Normal leite es da hin und drauf. Gott, hin und dran. So. 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 Und sieht man es? Ja. So, und geht normalerweise hier ohne auf mein Plus. Vom Anlasser kommt jetzt über die Mutter drauf. So, da habe ich Motorkabelbaum mit Plus versorgt, ohne groß irgendwie was am Auto irgendwo Plusleitung ziehen zu können. Das ist meine Plusleitung, worüber geht an der Sicherungskaste, da wie ich gesagt habe. Muss ich später nochmal hier unten drunter legen, unter den Kabelbaum, dass der oben drüber leitet. Der wird ja nochmal schön sauber isoliert, das was hier liegt, leitet. Ja, genau. So, und dass es dann hier in die Tülle rin geht. Dann später noch eine Gaszurin mache. Die ganze Ländlichkeit, ja. So, jetzt gehe ich mal hin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon gut sieht. Die Lampe gerade ein bisschen anders da hänge. Ja, dachte ich mir. So. Hier ist es. Warte, ich hole mal Licht. So, da haben wir ja, wie gesagt, die Heizungskaste. Ich habe die Leitungen vom Wärmetauscher Motor vorne das Stückchen mit der Kabelummantelung ingepackt. Hier tue ich auch noch ein bisschen drumherum wickele später und die da vielleicht einzeln wickele. Das war jetzt nochmal Versuch mit dem Reststück. Motorkabelbaum läuft da runter. Mein Heizungsgebläse ist hier dran. Habe ich hier jetzt nur mit der Hand dran gedreht, dass es halt mal in Position sitzt. Motor ist drin. Der Stecker ist drin. Ist halt richtig genial, dass der Stecker genau ins Eck passt, wo der Halter ist fürs Armaturbrett. Das habe ich vorher nie irgendwie beachtet oder so. Aber passt genau hin. Steuergerät mit Halter, alles komplett. Passt a Serie drin. Der Motorkabelbaum muss ich hier dann, wo ich vom Vectra hat, die Kabelbinder aufmache, die Masse aufmache. Da kommt daneben an die A-Säule, kommt der Massepunkt dran, dass ich auch vom Heizgebläse die Masse habe und vom Steuergerät die Masse daneben habe. Und die andere Sache tue ich dann schön sauber zu isoliere und verlege. Und sobald ich hier die Heizungskasche jetzt da unten fertig habe, zugeschweißt habe, ist der auch fertig und dann tue ich von der Alumatte da bis hier drumherum mache und da ums Gebläse, dass vielleicht von dem Luftstrom, dass man das nicht so hört. Hoffe ich mal, dass es so funktioniert. Hier habe ich so flexibles Rohr. Das ist richtig geil, das kann man biegen, wie man will. Zum Innenbau ist es echt genial. Hat auch nicht viel gekostet. Und von dem, was ich kaufe an der Meter oder der halbe Meter, wo auf dem Meter auseinanderziehe, wo man auf dem Meter auseinanderziehen kann, ist jetzt noch die Hälfte da. Das heißt, es kann auch mal kaputt gehen, ich habe noch ein Stück. Und wie gesagt, war ja nicht so da. Ja, da im Hintergrund sieht man dann auch noch die Antidröhnmatte, wo ich ihn geklebt habe. Kommt da oben in dem Bereich, wenn das soweit fertig ist, kommt dann auch noch hin. Also so langsam wird es Stück für Stück fertig. So, das war es jetzt von heute soweit. Wie gesagt, Motorkabelbaum ist halber fertig, die Heizung ist fast komplett fertig und ich denke, im nächsten Video ist das dann auch fertig. Motorkabelbaum komplett mit Anlasserkabelbaum und Heizung. Dann kommen die Bremse komplett drin, Bremsanlage, alles. Dann die Spritleitungen noch und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu machen. Noch viel Lehrzeug, aber wie gesagt, eins nach dem anderen durch abarbeite und irgendwann bin ich dann am Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig. Habe auch noch ganz andere Videos ganz am Anfang. Es kommen auch noch viel, viel mehr und der muss nur fertig werden. Dann kommen noch ganz andere Projekte, wo ich vorhabe. Und wenn es euch gefallen hat, das Teilen und Liken nicht vergessen. Ansonsten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.